In der Villacher Stadthalle steigt das restlos ausverkaufte 328. Kärntner Derby zwischen dem VSV und dem KAC. Das erste Ausrufezeichen setzen die Gäste. Schon nach wenigen Sekunden ergibt sich eine heikle Szene vor dem Tor der Villacher. 100 Pfund mit dem Antritt. Und Schumnick mit dem Zug zum Tor. Maxwell kann die Scheibe erst nach anfänglichen Problemen sichern. Danach buxiert Strong Pohjonen überhart in die Bande. Dafür gibt es 2+2 Minuten gegen den Klagenfurter. In dieser Phase dann die erste Chance für die Adler. Polestroni prüft Madlener. Der KC-Goalie reagiert stark. Sekunden später dann der KC seinerseits mit einer guten Möglichkeit. Bischofberger plötzlich alleine unterwegs in Richtung Maxwell. Die Klagenfurter im ersten Drittel sogar in Unterzahl, gefährlicher als der VSV. Mit einem Mann mehr, die Rotjacken erarbeiten sich gleich mehrere Chancen dieser Art. Mitte des ersten Abschnitts handeln sich dann die Villacher. Collins und Pohjonen strafen ein und am Ende der 5-gegen-3-Phase ist Tommy Koch ganz nahe dran an einer Klagenfurter Führung. Der Abschluss des Routiniers landet an der Torumrandung. Metall rettet für Maxwell. Die Villacher weiter mit Problemen ins Spiel zu finden, dann aber ihrerseits mit einer ersten echten Großchance. Schumnick verliert die Scheibe auf unkonventionelle Art und dann taucht Ulmer alleine vor Madlener auf, bei der besten Chance des VSV. In Abschnitt 1 fehlt nicht viel auf einen Torerfolg. Ulmer hat da vielleicht zu viel Zeit zum Überlegen. Solche Chancen sollte man in einem Derby besser nicht auslassen. Auf der anderen Seite dann wieder die Klagenfurter im Vorwärtsgang. Aufgepasst auf Schumnick, der zieht ab und die Scheibe passt ins kurze Eck. In Minute 18 fällt der vermeintliche Führungstreffer für den KAC. Aber die Refs schauen noch einmal ganz genau drauf auf diese Szene und sie kommen zum Schluss, dass Manuel Geier Maxwell nicht nur die Sicht nimmt, sondern ihn auch entscheidend mit einer Berührung behindert. Die Entscheidung danach lautet No Goal und somit geht's mit 0:0 ins Mitteldrittel. Da kommen die Villacher dann mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine. Collins probiert's und hat Pech. Ein Metalltreffer. Die Aktion von Collins hätte sich ein Tor verdient. Diesmal Madlener im Glück. Wichtig für die Klagenfurter, denn wenig später, in Minute 26, ist es dann soweit mit der Führung für den KAC. 100 Pfund mit der Übersicht und dem starken Pass auf Dave Fischer. Der Defender bringt die Klagenfurter in Front. Die Villacher in dieser Szene kurz nicht im Bilde. Fischer wird aus den Augen verloren. Maxwell hat's dann nicht leicht gegen den starken Abschluss des Klagenfurters. Der VSV jetzt gefordert. Und die Villacher kämpfen sich wieder rein in die Partie. Wieder ist es Ulmer, der zu einer Großchance kommt. Aber die Scheibe erneut nicht im Tor unterbringen kann. Der Querpass nicht leicht zu verarbeiten. Ulmer knapp vorbei am kurzen Eck. Auf der anderen Seite die Rotjacken kurz vor der zweiten Sirene dann fast mit dem 2:0. Eine Backhand-Flanke von Peter Hansson findet beinahe den Weg ins Tor. Gleich zweimal abgefälscht von den Villachern. Zuerst Collins dran. Und dann springt die Scheibe vom Rücken von Schlacher äußerst knapp am Tor von Maxwell vorbei. Es bleibt bei einer knappen, aber insgesamt verdienten 1:0-Führung für den KAC vor dem finalen Drittel. Da bäumen sich die Villacher dann gegen die vierte Heimniederlage in Serie auf und sie erkämpfen sich den Ausgleich. Lahoda trifft 1:1 in Minute 45. Der Großteil der 4.500 Zuschauer in Ekstase. Ein herausragender Moment von Lahoda macht's möglich. Er setzt sich da gleich gegen mehrere Klagenfurter durch, behält die Übersicht und bringt die Scheibe dann mit großer Technik und natürlich auch etwas Glück ins Tor. 5. Saisontreffer für Alex Lahoda. 1:1, alles wieder offen.
Und der Ausgleich gibt dem VSV einen echten Schub, das Heimteam. Jetzt am Drücker. Aber Ulmer weiterhin im Pech. Zweiter Metalltreffer für die Adler. Nur Zentimeter fehlen da auf eine Villacher Führung. Der VSV generiert jetzt mehr und mehr Verkehr vor Madlener. Danach stockt den Zuschauern in der Stadthalle der Atem. Wolf geht zu Boden und bleibt benommen liegen. Er bekommt in dieser Szene Helm und Ellbogen von Kosek ab. Dem ist da keine Verletzungsabsicht zu unterstellen. Dennoch ganz bittere Szene aus Sicht von Wolf. Der Villacher muss mit angelegter Halskrause vom Eis gefahren werden. Hoffentlich nichts Gravierendes. Gute Besserung von dieser Stelle. Die Entscheidung fällt dann in der Overtime. Fraser lässt da im 3 gegen 3 die Chance auf den Sieg für die Villacher liegen. Leistet sich dann auch noch einen Scheibenverlust und der wird teuer. Tommy Koch überwindet Maxwell durch die Beine. Der Rest ist Jubel pur beim KAC. Kochs dritter Game-Winner in dieser Spielzeit entscheidet ein temporeiches 328. Kärntner Derby. Die Klagenfurter triumphieren dank Tommy Koch in Villach mit 2:1 nach Overtime. Im Moment kommt für uns nichts leicht. Wir müssen sehr hart arbeiten für ein bisschen Erfolg. Aber es ist eine gute Phase für die ganze Mannschaft. Jeder kann sich beweisen, jeder muss ein Stück mehr zulegen. Und dann können wir so eine harten Phasen überstehen. Und ja, im Moment sammeln wir Punkte und so soll es weitergehen. Im ersten Drittel haben wir leider ein bisschen geschlafen, wie öfters immer in der Saison. Im zweiten und im dritten Drittel haben wir eigentlich ganz gut gespielt. Im dritten haben wir eigentlich mehr oder weniger dominiert. Hat einfach das nötige Glück gefehlt für das entscheidende Tor. Und dann in der Verlängerung, ja, da ist Hopp oder Drop. Und es war halt leider nicht auf unserer Seite heute, das Glück.